Herzlich willkommen zu eLecture zum Nachsehen, einem kurzen Online-Vortrag zum Mitnehmen und Konsumieren, wann Sie wollen und wo Sie wollen, sowie guter Kaffee in einem Pappbecher. Ja, für viele von uns ist das Leben, Klammer auf, zum Teil schon digital real. Ich meine damit, es ist ganz normal, dass digitale Elemente Teil unseres Lebens sind, auch für mich. Mein Name ist Stefan Schmid, ich bin Lehrkraft und ich zeige Ihnen heute 5 Tools, in aller Kürze, die ihr Leben verändern. Naja, oder zumindest ihren schulischen und oder privaten Alltag bereichern können. Das erste Tool, das mein Leben tatsächlich erleichtert hat, ist Dropbox. Mit Dropbox, das ist ein Cloud-Speicherdienst, hat man seine Dateien immer und überall und kann quasi nie wieder seinen USB-Stick und somit seine Dateien vergessen. Dropbox, Cloud-Speicher, was bedeutet denn das? Zunächst mal kurz theoretisch. Sie speichern eine Datei in einem Ordner auf Ihrem PC. Wenn Sie Internetverbindung haben, wird diese automatisch in die Wolke, in die Cloud, das bedeutet eigentlich auf den Dropbox-Server, das ist ein Speicherplatz von Dropbox, wenn man so möchte, hochgeladen. Und auf Angeräten, wo ich auch angemeldet bin mit der Dropbox, also wo ich eine App installiert habe und dort auch angemeldet bin, auf all diesen Geräten wird die Datei hin synchronisiert. Somit habe ich von immer und überall aus Zugriff. Das Ganze muss ich einmalig einrichten. Ich muss mich einmalig auf dropbox.com anmelden. Wenn ich möchte, und das empfehle ich, installiere ich dann eine App am eigenen PC und somit erscheint dieses Dropbox-Ordner-Symbol, wenn man so möchte, im Explorer, jetzt bei Windows. Auch bei anderen Systemen sieht das ähnlich aus. Ich speichere einfach Dateien in die Dropbox, so wie ich Dateien in jeden Ordner speichere. Automatisch mit der Internetverbindung werden die Dateien dann synchronisiert. Das bedeutet, wie vorher erklärt, sie werden hochgeladen auf den Dropbox-Server und verteilt auf alle Geräte, wo ich mit meiner Dropbox-App angemeldet bin. Das heißt, wo die App installiert ist und ich auch angemeldet bin. Und ich habe über dropbox.com jederzeit Zugriff drauf. So sieht das Ganze online aus. Das bedeutet, ich habe mich jetzt hier unter dropbox.com angemeldet. Und alle Dateien, alle Ordner, die mir zur Verfügung stehen, all diese sind jetzt hier ganz einfach da und sehen aus wie auf meinem PC. Ich kann die Dateien, und das ist wirklich einer der größten Vorteile meines Erachtens nach, mit einem Klick freigeben. Sie sehen hier einfach rechts neben Ordner oder Dateien immer freigeben und können dann entweder Dateien freigeben, das können auch Personen sein, die nicht angemeldet sind, die bekommen einfach einen Link von Ihnen, oder Sie können auch Ordner gemeinsam verwenden. Das bedeutet, dafür müssen zwar die Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler angemeldet sein bei Dropbox, aber die können entweder ein Leserecht, das heißt, sie sehen, was im Ordner drinnen ist, oder auch ein Schreibrecht, das bedeutet, sie können Dateien ganz einfach über einen Ordner austauschen. Also man kann gemeinsam Ordner verwenden. Ein paar Tipps, Tricks, Möglichkeiten und Ideen. Was kann man denn mit Dropbox machen? Ja, den Schülerinnen und Schülern kann man Dokumente somit ganz einfach zur Verfügung stellen. Die bekommen einen Link und schon haben sie das Dokument. Ja, wie gesagt, nie wieder USB-Stick vergessen und die Dateien irgendwo auf einem Stick liegen lassen in einer Klasse an einem anderen PC. Achtung, ein kleiner Tipp, in Netzwerken besprechen Sie das vorher nochmal mit dem Netzwerkadministrator, mit der Netzwerkadministratorin. Hier kann es zu Problemen kommen, wenn Sie die App installieren. Daher rate ich am besten hier die Dropbox über die Webseite dropbox.com verwenden, da gibt es sicherlich keine Probleme. Und ich kann natürlich disloziert, das heißt von unterschiedlichen Orten, gemeinsam hier Sachen bearbeiten. Dropbox ist nur ein Dienst, es gibt eine Reihe an anderer Cloud-Speicherdienste und die funktionieren ähnlich und sie haben auch ein paar andere Features. Hier habe ich für Sie noch einige weiterführende Infos zusammengestellt, also wenn Sie sich vertiefend damit beschäftigen wollen, finden Sie Anleitungsvideos und ein paar weitere Ressourcen. Wenn wir schon in der Cloud sind, dann bleiben wir in der Cloud. Evernote. Evernote ist mein erweitertes Gehirn sozusagen, nie wieder etwas vergessen. Bestimmt kennen Sie das, Sie sehen eine Webseite, denken sich, ja, die möchte ich verwenden, die könnte ich brauchen und dann vergessen Sie, wo das war. Das passiert mit Evernote nie wieder. Sie können dort Notizen schreiben,
Notizen sammeln, das bedeutet Webseiten zum Beispiel, und mit der integrierten Suche ganz einfach finden. Evernote ist auch cloud-basiert. Das bedeutet, Sie können genauso wie bei der Dropbox evernote.com zugreifen oder Sie verwenden eine App, die Sie auf Ihren Geräten gespeichert haben, und dann werden die Notizen auch ganz einfach synchronisiert. Das funktioniert mit allen internetfähigen Devices oder mit fast allen, wenn man jetzt hier vielleicht E-Book Reader ausnehmen möchte. Die Organisation der Notizen ist ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind. Es gibt keine klassische Ordnerstruktur, sondern es gibt einen Account. Das heißt, ich muss mich einmal anmelden, das ist dann mein Account. Innerhalb meines Accounts habe ich Notizbücher. Und innerhalb der Notizbücher lege ich Notizen an mit Tags. Tags sind Schlagwörter. Der Vorteil dabei ist, dass ich einer Notiz mehrere Schlagwörter zuordnen kann. Das bedeutet eigentlich, ich speichere eine Notiz in verschiedene Ordner, aber nur einmal. Somit ist es auch ganz einfach, etwas zu ändern. Das wird dann für alle Tags natürlich übernommen. Hier nochmal die Organisation. Wir sehen hier die Dropbox-Oberfläche in der Windows-App. Wir haben links die Notizbücher, wir haben dann hier die einzelnen Notizen und wir können jeder Notiz Schlagwörter zuordnen, und dann haben wir hier schon rechts eine Vorschau. Was kann man denn so in Evernote speichern? Eigentlich alles, was man sich merken möchte. Man kann dort selbst, es gibt auch einen eingebauten Editor, Notizen erstellen. Man kann die auch ein bisschen gestalten mit Tabellen und so weiter. To-Do-Listen, wirklich To-Do-Listen, die man auch abhacken kann, und der Vorteil ist, man kann auch To-Dos und so weiter, Notizen mit Terminen versehen. Man kann Dateien dort speichern, also jegliche Arten von Dateien, von Word-Dateien, PDFs und so weiter dort speichern und auch mit Annotationen versehen. Das bedeutet, ich speichere ein Bild und schreibe etwas dazu. Bilder kann ich sowieso dort speichern und Webseiten. Das heißt, ich kann Webseiten, die ich mir merken möchte, ganz einfach in mein Elefantengehirn, in mein Evernote speichern. Ja, hier schon eine kleine Erweiterung, die ich unbedingt empfehle, wer mit Evernote arbeitet, und zwar der Webclipper. Wenn man dieses Add-in installiert, erscheint es rechts ganz klein in seinem Browser, und wenn man dann eine Webseite sich merken möchte und den Evernote ablegen möchte, klickt man einfach auf den Elefanten, es erscheint dieses Dialogfenster, und über Speichern hat man schon das Ganze in Evernote abgelegt. Man könnte auch noch hier Schlagwörter hinzufügen und so weiter und so fort. Notizen freigeben funktioniert ähnlich wie bei der Dropbox. Sobald ich online oder in meiner App in Evernote drinnen bin, kann ich einfach hier auf Freigeben klicken und ich kann dann definieren, wer denn die Notiz bekommt. Das Ganze kann man unter evernote.com sich ansehen, sich einmalig registrieren, und dann ist man schon drin und kann alles verwenden, was ich soeben hier gezeigt habe. Tipps, Vorteile, Möglichkeiten. Ja, man könnte die komplette Planung eigentlich jetzt in Notizbüchern organisieren, hat den Vorteil, man hat immer darauf Zugriff und man kann auch im Web da gleich hineinschreiben, gleich etwas ändern, und man kann auch Bilder etc. ablegen. Man kann ein gemeinsames Notizbuch mit Lernenden anlegen, das bedeutet, Evernote lässt es auch zu, kollaborativ zu arbeiten. Das hat den Vorteil, Sie können in Echtzeit hier auch gemeinsam etwas machen und dann sehen. Webseiten merken, also das ist mein Lieblingsfeature. Ich merke mir alle Webseiten nur mehr mit Evernote und kann das Ganze dann mit Schlagwörtern auch ordnen. Und ich kann natürlich auch kollaborativ mit Kolleginnen und Kollegen arbeiten, das heißt zeitgleich an einem Dokument, an einer Notiz. Auch hier habe ich Ihnen wieder weiterführende Links zusammengestellt. Wenn Sie sich vertiefen wollen, finden Sie hier dann etwas zu den Zusatzfunktionen, eine Videoanleitung und natürlich den von mir hochgelobten Webclipper. Bit.ly, das heißt, wir bleiben bei den Weblinks, wenn man so möchte, aber Sie wissen es, manchmal sind die so lang, die merkt man sich so schlecht. Bit.ly ist ein Dienst von vielen, mit dem man ganz, ganz einfach Links, lange Links kürzen kann. Und das geht auch wirklich so einfach, wie es sich anhört. Man ruft die Webseite bit.ly auf und man kann es wirklich hier dann ganz einfach einfügen, einen langen Link, und schon wird aus einem langen Link
ein kurzer Link. Das bedeutet, wir haben hier diesen langen Link habe ich hier eingegeben und dieser kurze Link ist rausgekommen. Naja, nicht ganz. Wenn ich nicht angemeldet bin, dann kommt hier nach dem Slash hier statt Reife PR, kommt hier dann ein Code aus 5-6 Stellen. Wenn ich angemeldet bin, kann ich das Ganze auch customizen, wenn man so möchte. Das heißt, ich kann das Ganze auch noch anpassen und ich habe das unter Reife hier angepasst. Tipps, Möglichkeiten, Vorteile. Das ist ideal für Merkblätter und Präsentationen. Die Links werden auch, wenn ich angemeldet bin auf Bitly, werden die dort einfach gespeichert. Kann Links in Bundles, das sind so Art Ordner, organisieren und die Verwendung ist ja prinzipiell ohne Login möglich. Weiterführende Links. Bitly ist so einfach, ich habe Ihnen hier nur den Bitly-Link hineingegeben. Wir kommen schon zum Tool Nummer 4. Doodle. Nie wieder langes und ewiges Terminsuchen. Terminabstimmung und Terminsuche war noch nie so einfach und das Ganze ist auch wiederum ohne Login möglich. Sie wählen doodle.com und klicken dann auf einen Termin finden und dann geben Sie die wichtigsten Fakten ein, wo findet das Ganze statt und so weiter und so fort. Wichtig ist, Sie müssen hier eine funktionierende E-Mail-Adresse angeben. Dann wählen Sie die verschiedenen Terminoptionen aus, die Zeiten dazu, klicken auf einfache Umfrage weiter. Und schon bekommen Sie einen Einladungslink, Link zur Teilnahme, den können Sie an alle Kolleginnen und Kollegen versenden und die nehmen einfach teil und somit wird innerhalb von ein paar Sekunden ein passender Termin gefunden. Tipps, Vorteile, Möglichkeiten für Konferenz- und Besprechungstermine, nie wieder lange suchen gemeinsam mit den unterschiedlichsten Kalendern, bei 20 Menschen kann das ja wirklich bis zu einer Stunde dauern. Schularbeitstermine kann man so akkordieren. Wer kommt wann zu den Elternsprechzeiten? Keine langen Wartezeiten mehr für die Eltern. Und wann findet der Elternabend statt? Weiterführende Links. Hier kommen Sie zu Doodle. Die Basisvariante ist kostenlos auch. Und Sie können hier nochmal kurz ansehen, wie kann ich denn so eine Abstimmung selber machen. Und schon sind wir beim letzten Tool für heute. SurveyMonkey. Hier kann ich Umfragen, Online-Umfragen in Sekunden erstellen und blitzschnell die Meinungen und die Antworten anderer einholen. Umfragen, wie geht das? Es ist wirklich so einfach, wie es steht. Ich melde mich auf der Webseite, einmal muss ich mich registrieren, dann melde ich mich an. Ich erstelle eine Umfrage in 5 Sekunden. Ich versende den Link, ich erhalte die Ergebnisse und, wenn ich möchte, bekomme ich auch schon eine grafische Darstellung des Ganzen. Und so sieht dann der Fragebogen aus. Den bekommt man als Teilnehmerin, als Teilnehmer. Man kann hier dann einfach teilnehmen. Am Ende ist man fertig und der Verfasser, die Verfasserin bekommt auch schon die Ergebnisse. SurveyMonkey könnte man jetzt einsetzen als Evaluierungstool im Unterricht, Befragung des Kollegiums. Man hat die Möglichkeit auch die Daten zu exportieren in eine CSV-Datei. Das heißt, man kann sie dann selbst mit Excel oder sonst wo bearbeiten. Und man hat online auch eine automatische Auswertung, das bedeutet eine grafische Darstellung. Diese 5 Tools könnten jetzt Ihr Leben verändern. Hoffentlich sehen wir uns wieder mal am Online-Campus VPH und Sie berichten dann von den Tools, die Ihnen so gefallen. Wiedersehen.